Ich erzähle euch jetzt mal was super Bizarres auf der dritten Augenebene, weil ich das so mir dessen nie bewusst war. Ich habe jetzt zwar überall Ananas zwischen den Zähnen, aber ich erkläre es mal. Ich hatte mit meiner Ex-Freundin und mir eine ziemlich krasse dritte Auge-Verbindung. Also zumindest habe ich sie gespürt. Das ging so weit, dass ich wusste, was sie fühlt, was sie spürt, was sie denkt. In einer Art und Weise, dass ich zum Beispiel wusste schon, bevor sie in ein Zimmer kommt, also will, dass sie kommen wird. Also zum Beispiel, sie war kurz dabei, zum Beispiel ins Schlafzimmer zu kommen. Ich wusste das schon wie eine Minute vorher, dass sie das machen wird. Und sie ist prinzipiell eine Nachteule. Und das hat zur Folge, dass ich quasi, während ich schlafe, sie wahrnehme, was sie macht, was sie tut. Es ging auch so weit, dass ich gewisse Träume hatte oder wie Eingebungen, dass sie etwas tut. Und es hat sich dann, ich habe sie dann gefragt dazu und dann hat sie gesagt, ja, hier ist das und das in der Realität passiert, was auf der Ebene war. Witzigerweise. Also witzigerweise hat das immer so ein bisschen wie mit Fremdgehen zu tun. Und sie hat dann auch bestätigt, dass das und das zum Beispiel war. Vielleicht war auch mehr, nur hat sie es mir nie gesagt, aber ich konnte quasi über das dritte Auge ganz viele Dinge wahrnehmen, die fast schon bizarr scheinen, sozusagen. Also ich sage ja immer, du willst eigentlich eine Beziehung haben auf allen drei Ebenen. Sakralchakra, Herzchakra, drittes Auge. Und das hatten wir in gewisser Weise. Und das hatte aber alles einen riesen Nachteil. Und das war das, dass dadurch, dass sie eine Nachteule ist, dass sie demnach meinen Schlaf gestört hat. Weil anstatt mit mir quasi zu pennen, sozusagen ja zwischen 10 und 6 Uhr, sagen wir irgendwas sowas, oder 11 und 6 Uhr, war sie zum Beispiel um Mitternacht, um 1 Uhr morgens, um 2 Uhr morgens wach. Und ich habe das aber auch große Distanzen auch gemerkt. Und das hat dazu geführt, dass mein Nachtrhythmus gestört ist. Und ich glaube, dass er bis heute noch gestört ist dadurch. Und ich werd versuchen müssen, mich energetisch davon abzukoppeln. Weil wenn sie jetzt aktiv ist in der Nacht, dann spüre ich das sozusagen und wach dann auf. Und das ist ziemlich nervig, um ehrlich zu sein, wenn jemand nicht den gleichen Rhythmus hat. Also es ist überhaupt bizarr, dass es so eine Form von Verbindung gibt und es zeigt einem, wie tief sowas gehen kann. Und es ist spannend, aber es ist auch belastend. Und das zeigt einem, dass man aufpassen muss, auch welche Menschen man in sein Umfeld bringt, in sein energetisches. Und es zeigt einem auch Quantenverschränkungen, dass Leute, die man vielleicht noch gar nicht getroffen hat, dass man trotzdem in Weise beeinflusst ist von allem. Und zeigt einem, wie bizarr das Leben und das Universum einfach auch sein kann. Und dass es wirklich auf bestimmten Frequenzen keinen Zeit und Raum gibt, wie. Also definitiv der Raum nicht. Du kannst also tatsächlich mit jemandem verbunden sein, zum Beispiel im Zwilling oder so, der auf einer ganz anderen Seite der Welt ist. Es ist echt faszinierend. Und das wollte ich mal mit euch teilen, weil es so offensichtlich und so klar war und ist, mit meiner Ex-Freundin, dass ich das mal mit euch teilen wollte.